Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor? Ich habe die besten Gaming-Monitore 2024 für euch getestet. Aufgeteilt in Full HD, 1440p und 4K-Auflösung von 24 bis 32 Zoll, natürlich mit G-Sync und mindestens 144 Hertz. Ich verspreche euch, da ist für jeden was dabei. Zeigen möchte ich euch die aktuell besten Monitore, nicht über irgendwelche Amazon-Screenshots, sondern direkt aus erster Hand. Davor gibt's noch eine kurze Kaufberatung, worauf ihr beim Monitorkauf achten solltet und wie ihr Fehler vermeidet, um nicht abgezockt zu werden. Let's go! Das Wichtigste bei einem Gaming-Monitor ist heutzutage eine hohe Bildwiederholrate, das heißt mindestens 144 Hertz und Adaptive Sync Unterstützung, also je nach Grafikkarte G-Sync oder FreeSync. Mehr Hertz bringen euch einfach ausgedrückt mehr Bilder pro Sekunde am Screen und deshalb auch ein deutlich flüssigeres Bild. Den größten Unterschied merkt ihr zwischen 60 und 144 Hertz. Und mit Adaptive Sync, G-Sync bzw. FreeSync können Monitor und Grafikkarte miteinander kommunizieren. Und der Bildschirm passt die Bildwiederholrate an die Ingame-FPS an, was Tearing, also so unschöne Bildrisse, verhindert. Dann müsst ihr euch noch für ein Display-Panel entscheiden. Grundsätzlich habt ihr hier die Wahl aus IPS, VA, TN oder neuerdings auch leistbaren OLED-Panelen. Monitore mit TN-Panelen sind in der Regel die günstigsten. Sie sind außerdem sehr reaktionsschnell, bieten auf der anderen Seite aber nicht gerade die beste Bildqualität. Kontrastwert und Blickwinkelstabilität fallen eher schwach aus. IPS-Paneele sind aktuell der gesetzte Standard bei Gaming-Monitoren. Aufgrund der Anordnung der Flüssigkristalle bieten sie eine gute Blickwinkelstabilität, die Farbdarstellung ist in der Regel auch sehr ausgeglichen und sie sind zwar etwas langsamer als TN-Paneele, aber mittlerweile auch sehr schnell. VA-Paneele bieten euch sehr gute Schwarz- und Kontrastwerte sowie eine ordentliche Farbdarstellung. Im Schnitt schwächen sie aber bei den Reaktionszeiten. Hier sollte man vor dem Kauf unbedingt genauer hinschauen und damit meine ich nicht auf die Angaben der Hersteller. Vor allem bei Breitbild- und Curved-Monitoren spielen die VA-Paneele ihre Stärken aus. Sie sind nämlich besonders blickwinkelstabil. OLED-Paneele bieten euch enorm schnelle Reaktionszeiten von um die 0,1 Millisekunden. Sie bilden also auch bei hohen Bildwiederholraten quasi keine Schlieren. Außerdem gibt es mit OLED enorm schöne und kräftige Farben und tiefes, sattes Schwarz, weil die Hintergrundbeleuchtung der anderen Paneele hier entfällt. Der größte Nachteil von OLED ist aber aktuell immer noch der sehr hohe Preis. Für den Gaming-Alltag, also wer nicht gerade in die ESL einziehen will, sucht also einen ausreichend schnellen Monitor mit einer guten Bildqualität zu einem fairen Preis. Das ergibt allermeistens ein IPS oder bei Breitbild- und Curved-Monitoren ein hochwertiges VA-Panel. Wer etwas mehr Budget hat, sollte sich aber auch OLEDs unbedingt genauer anschauen. Kleiner Tipp für alle, die etwas mehr sparen möchten. Dem Nachteil von IPS und VA-Panelen, der langsameren Reaktionszeiten, könnt ihr mit der Overdrive-Funktion des Monitors entgegenwirken. Diese findet ihr im Menü des Monitors und dabei wird eine höhere Spannung an den Kristallen im Bildschirm angesetzt, was die Reaktionszeiten teilweise deutlich verbessert. Auf den höchsten Stufen erhöht sich dadurch aber auch die Chance auf Ghosting und stärker sichtbareren Schlieren. Nachdem man das nicht will, empfehle ich euch hier eher die mittlere oder Standardstufe zu wählen. Das unwichtigste Merkmal eines Monitors, wovon sich aber leider viele immer noch beeindrucken lassen, sind die Herstellerangaben zur Reaktionszeit. Wenn da steht eine Millisekunde, ist das beim Test das beste Ergebnis unter den besten Idealbedingungen gewesen, meist auch bei einem Farbwechsel von hellgrau zu dunkelgrau. Das ist kein Durchschnittswert und vor allem kein realer Wert, den ihr jemals erreichen werdet. Je nach Farbe, Kontrast oder Helligkeit sind die echten Reaktionszeiten eines Monitors nämlich deutlich länger. Das wird euch aber natürlich verschwiegen. Auflösung und Größe eines Monitors sind grundsätzlich Geschmackssache und hängen natürlich auch von eurem Budget und räumlichen Gegebenheiten zu Hause ab. Wichtig ist vor allem darauf zu achten, dass die Pixeldichte nicht zu klein, also der Abstand zwischen den Pixeln nicht zu hoch ist. Sprich, ein Full HD Monitor mit 1920x1080 Pixel ist maximal noch auf einem 27 Zoll Display sinnvoll, meist ist aber 24 Zoll die optimale Größe für Full HD. Größere Modelle gibt es dann eigentlich auch nur noch in 1440p oder 4K. Bei 4K ist dann auch noch wichtig darauf zu achten, dass eure Grafikkarte auch wirklich stark genug ist, eure Games auch in 4K zu rendern, sonst habt ihr nicht wirklich viel Spaß damit. Bevor wir mit der Liste starten, noch ein kurzer Hinweis, ich werde für diese Empfehlungen nicht bezahlt, die basieren auf meinen persönlichen Tests und Erfahrungen und falls ihr auch gute Monitore kennt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare und lasst doch noch gleich ein Abo da. Starten wir unsere Liste mit einem enorm preiswerten Full HD Monitor. Der MSI Optics G2412DE bietet euch aktuell noch eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse überhaupt. Der 24 Zoll große Monitor hat einen schönen schlanken Rahmen, ein flottes IPS-Panel mit stolzen 170 Hertz. Er unterstützt FreeSync Premium sowie G-Sync und kostet gerade einmal 170 Euro.
Wenn ihr ein Premium-Modell in der Full-HD-Sparte sucht, dann kann ich den Asus PG259QNR sehr empfehlen. Der hat stolze 360 Hertz, ist aber mit über 1000 Euro auch nicht gerade billig. Dafür bekommt ihr einen integrierten Nvidia Reflex Latency Analyzer mit eigenem Anschluss hier hinten, um die Systemlatenz zu messen, sowie einen G-Sync-Prozessor, ein schnelles IPS-Panel in 24,5 Zoll Größe und einen HDMI 2.0 sowie DisplayPort 1.4 Anschluss. Gehen wir dann mit der Auflösung und der Größe. Etwas weiter nach oben haben wir hier den 27 Zoll großen Asus ROG Strix XG27AQMR mit 1440p Auflösung. Der bietet euch 300 Hertz, ein IPS-Panel und ebenfalls G-Sync-Kompatibilität. Insgesamt gefällt mir hier vor allem die Farbdarstellung besonders gut und HDR 600 ist für den einen oder anderen vielleicht auch schon interessant. Der Preis des Monitors liegt aktuell bei 690 Euro. Sehr spannend, im Bereich 1440p finde ich auch die MPG Artemis Modellreihe von MSI. Den 343CQRDE gibt es in mehreren Ausführungen. Das hier ist die Curved-Variante mit einer recht starken 1000R-Krümmung. Deshalb haben wir hier auch ein schnelles VA-Panel verbaut. Dazu gibt es 165 Hertz, G-Sync und FreeSync und einen USB-C-Anschluss. Und über den integrierten KVM-Switch könnt ihr zwei PCs anschließen und die mit einer Maus, einer Tastatur und einem Bildschirm benutzen. Super praktisch für Streamer. Der Preis liegt aktuell knapp bei 600 Euro. Aber ein absolutes Schnäppchen im Bereich 1440p und 27 Zoll ist der AOC Gaming Q27G2U. Den Monitor gibt es als Curved-Modell, wie wir ihn hier haben, oder auch gerade. Holt euch da also nicht den falschen, der Unterschied im Namen ist ein Schrägstrich BK. Das VA-Panel ist vor allem beim Curved-Modell wieder sehr praktisch in puncto Blickwinkelstabilität. Es ist aber auch ausreichend schnell, damit ihr problemlos auch Shooter zocken könnt. Dazu gibt es noch 144 Hertz, einen USB-Hub und FreeSync Premium. Der Preis liegt aktuell bei starken 228 Euro. Gehen wir mit der Auflösung noch weiter nach oben, werden auch die Monitore noch etwas größer. Hier haben wir den Acer Predator XB323QKNV. Ein preiswerter 4K-Monitor mit einer Größe von 32 Zoll. Außerdem hat er 144 Hertz, ein IPS-Panel und natürlich ist er noch G-Sync-kompatibel. Der Preis liegt bei 860 Euro. Alles, was ihr braucht und auch ein paar extra Funktionen mehr, hat auch der Asus XG32UQ. Der 4K-Monitor mit 32 Zoll Größe kostet knapp 900 Euro und bietet euch dafür einen DisplayPort 1.4 sowie HDMI 2.1 Anschluss, FreeSync Premium Pro und G-Sync Unterstützung sowie HDR 600. Er hat ein IPS-Panel verbaut und die Overdrive-Einstellungen passen sich dynamisch an die schwankenden Bildraten an. Und den Abschluss bildet dieser wunderschöne 4K-Monitor auch in 32 Zoll Größe und das QD beim MSI MPG 321URDE-QD steht für Quantum Dot. Diese Nanokristalle sorgen für ein wirklich schönes Bild mit knackigen und präzisen Farben. Außerdem bietet er euch 144 Hertz, ein IPS-Panel, HDR 600 und einen DisplayPort 1.4, USB-C und HDMI 2.1 Anschluss sowie natürlich G-Sync-Unterstützung. Der Preis liegt aktuell bei 1050 Euro. War in der Liste ein Monitor dabei, der euch besonders gut gefallen hat und jetzt bei euch zu Hause im Gaming-Room steht? Lasst es mich doch sehr gerne in den Kommentaren wissen und wir sehen uns im nächsten Video.